In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich die erste Online-Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik 1 gelöst hätte. Ich habe dazu ein paar Programme vorbereitet, einmal Octave für die numerische Rechnung, Windows Journal für ein paar Notizen und hier unten im Browser läuft der Test. Ich gebe zu, dass das natürlich nicht super realistisch ist, weil ich kenne ja die Fragen und Aufgaben, ich habe mir die mal ausgedacht. Das ist jetzt aber auch schon einen guten Monat her. Von daher kann ich mich da auch nicht mehr an alle Details erinnern. Als Student, als Studentin hätte man 90 Minuten Zeit, diesen Test zu lösen. Ich schaue mal, dass ich das jetzt vielleicht so einer halben Stunde hinbekomme und klick mal auf Versuch beginnen. Und es fängt an. Wir haben eine Batterie und ein Leuchtmittel und wollen daraus ein Blinklicht bauen. Die Batterie hat eine bestimmte Leerlaufspannung und einen Kurzschlussstrom. Und jetzt ist gefragt, welchen Nennstrom muss das Leuchtmittel haben, damit dieses Licht mit maximaler Helligkeit blinkt. Und maximale Helligkeit ist hier so ein Schlüsselwort für, wir haben Leistungsanpassung und bei Leistungsanpassung sind der Innenwiderstand und der Außenwiderstand gleich groß und dann fließt da in dem Fall genau der halbe Kurzschlussstrom. Deswegen übernehme ich mal den Wert hier von dem Kurzschlussstrom, 9,3. Und dann ist der Strom, der durch das Licht fließt, genau der Kurzschlussstrom durch 2, 4,65 Ampere. Den Punkt muss man durch ein Komma ersetzen, damit die Angabe akzeptiert wird. Das ist richtig. Dann haben wir eine Zusammenschaltung von einigen Kondensatoren. C1 und C2 sind parallel. Dazu in Reihe der Kondensator C3 und jetzt ist die Energie gefragt, die in dieser Gesamtkapazität bei 8 Volt gespeichert ist. Das heißt, wir müssen erstmal diese Gesamtkapazität ausrechnen. Fangen wir mal mit dieser Parallelschaltung an. Das sind 0,6 und 1,7 Mikrofarad parallel. Und dann können wir die Gesamtkapazität ausrechnen aus dem Reziproken von diesem Wert. Plus das Reziproke von dem Kondensator C3 und davon jetzt eben nochmal das Reziproke, macht 1,3 Mikrofarad. Und jetzt wollen wir die elektrische Energie haben, die da drin gespeichert ist. Und die ergibt sich aus der Hälfte von dieser Gesamtkapazität mal die Spannung mal 8 zum Quadrat. So, und da wir dann Mikrofarad einsetzen, kommt auch Mikrojoule unten raus. 41,66 sollte hier die richtige Antwort sein. Und das ist sie auch. Okay, nächste Frage. Wir haben ein Schwimmbecken. Das hat bestimmte Abmaße. Das Wasser da drin soll um 1 Kelvin erwärmt werden. Der Wirkungsgrad ist 100% von der Heizung. Wir haben eine spezifische Wärmekapazität von dem Wasser und natürlich eine Dichte von einem Gramm pro Kubikzentimeter und die nötige Heizenergie ist gefragt. So, da können wir vielleicht von dem Wasserbecken erstmal das Volumen ausrechnen. 14 mal 21 mal 1,7 macht knapp 500 Kubikmeter und können die Masse von dem Wasser ausrechnen aus der Dichte. 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Kilogramm ist gut, weil das kürzt sich hier unten mit dem Kilogramm dort weg. Also mal das Volumen. Dann brauchen wir den Wert von dieser Wärmekapazität und dann ist die Energie, ergibt sich aus der Masse mal der Wärmekapazität mal der Temperaturerhöhung, 1 Kelvin. So, das ist jetzt die Energie, die Heizenergie, aber in Wattsekunden, was auch Joule sind. Und jetzt wollen wir Megajoule haben, also nehmen wir die Energie und teilen die durch 1.000.000, 10 hoch 6, dann kommen da die Megajoule raus. Und das ist die nötige Heizenergie. Und das ist richtig. Dann kommt wieder die Frage mit der Batterie und dem Blinklicht. Wieder die gleichen Werte. Jetzt ist gefragt, welche Leistung wird in dem Leuchtmittel, in dem Blinklicht umgesetzt, wenn es mit maximaler Helligkeit blinkt. Das ist wieder das Schlüsselwort für Leistungsanpassung. Und die maximale Leistung, wie schon erklärt, Innenwiderstand und Außenwiderstand sind gleich groß. Dann muss auch die Spannung an dem Leuchtmittel, an dem Abschlusswiderstand genau der Hälfte der Leerlaufspannung entsprechen.
Ach so, und die Leerlaufspannung haben wir noch nicht. Das sind 2,6 Volt. Und dann können wir daraus die Hälfte ausrechnen, sind 1,3. Und die maximale Leistung in diesem Blinklicht ist dann eben der Strom, den wir da oben schon mal ausgerechnet haben, der auch die Hälfte des Kurzschlussstromes war, mal die Hälfte der Leerlaufspannung oder mal eben die Nennspannung an diesem Licht. Macht ungefähr 6 Watt. Das eingesetzt ist der richtige Wert. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder dieses Schwimmbecken und jetzt soll man die nötige Heizenergie in Kilowattstunden umrechnen. Dazu kann man sich jetzt überlegen, eine Kilowattstunde wären ja erstmal 1000 Wattstunden. Und für eine Stunde kann man jetzt auch einsetzen, dass eine Stunde 3600 Sekunden sind. Und dann wären halt eine Kilowattstunde 1000 mal 3600 Watt Sekunden. Und das heißt, diesen Wert, den wir hier mal ausgerechnet haben, das E, den müssen wir jetzt eben durch 1000 rechnen und durch 3600, um das von Watt Sekunden in Kilowattstunden umzurechnen. Und dann sind das 581,3 Kilowattstunden. Und das passt. Nächste Frage. Zwei Kondensatoren sind wieder in Reihe und der dritte parallel. Das haben wir ja hier oben auch schon mal gerechnet. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die gespeicherte elektrische Ladung in der Gesamtkapazität bei einer Spannung von 8 Volt? C ist Q durch U. Ja, also wenn man C ist Q durch U, wenn wir die Ladung haben wollen, müssen wir die Kapazität mal in die Spannung rechnen. Q ist das C-Gesamt von dort oben mal die Spannung mal 8 Volt. So, und da wir jetzt ja wieder Mikrofarad einsetzen, kommt jetzt auch die Ladung in Mikrocoulomb oder Mikroampersekunden raus. 10,4 Mikrocoulomb, Mikroampersekunden, das passt. Nächste Frage. Drei Widerstände sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand? Die Rechnung hatten wir so in der Art hier auch schon mal irgendwo. Also das Reziproke von dem ersten Widerstand, das Reziproke von dem zweiten Widerstand, das Reziproke von dem dritten Widerstand. Und davon nochmal das Reziproke macht 4,8 Ohm als Ersatzwiderstand dieser Parallelschaltung zwischen den Klemmen A und B. Das passt. Nächste Frage. Wir haben drei Widerstände in Reihe geschaltet und es ist wieder der Ersatzwiderstand gesucht. Also jetzt einfach 11 plus 18 plus 31 macht zusammen 60 Ohm. 60 Ohm hier für diese Reihenschaltung an der Stelle, das ist der richtige Wert, das passt. Dann kommen wir wieder zurück zu dieser Aufgabe mit der Batterie und dem Blinklicht. Und jetzt ist gefragt, welchen Widerstand muss das Leuchtmittel besitzen, damit das hier mit maximaler Helligkeit blinkt. Wieder Leistungsanpassung. Und wir hatten ja schon gesagt, dass dann eben Innenwiderstand und Außenwiderstand gleich groß sein müssen. Den Innenwiderstand dieser Quelle kann man natürlich ausrechnen aus der Leerlaufspannung durch den Kurzschlussstrom. Und dann muss der Widerstand von dem Licht, der muss genauso groß sein, damit da Leistungsanpassung auftritt. Also 0,28 Ohm ungefähr. Und das passt. Dann haben wir wieder diese Schwimmbeckenaufgabe. Jetzt ist gefragt, wie viel kostet das Aufheizen des Schwimmbeckens in Euro, wenn wir 27 Cent oder 0,27 Euro pro Kilowattstunde haben? Jetzt müssen wir mal schauen. Das hier war die Energie in Kilowattstunden.
Und das müssen wir jetzt eben rechnen, mal 0,27 Euro pro Kilowattstunde. Dann kürze ich die Kilowattstunden weg. Es bleibt der Preis in Euro über. Also es kostet ja, 150, 160 Euro, da dieses Schwimmbecken mal um 1 Kelvin heißer zu machen. Das ist ja nicht ganz ohne, weil Wasser eben eine super hohe Wärmekapazität hat. Und das ist richtig. Nächste Frage. Zwei Spulen sind in Reihe geschaltet und eine dritte Spule parallel. Und jetzt ist erstmal gefragt, wie groß ist die Ersatzinduktivität der Reihenschaltung im oberen Zweig? Also L12 ergibt sich aus, das hatten wir noch nicht, wir hatten das nur so mit diesen Kapazitäten, aber es ist im Prinzip die gleiche Rechnung. 1 Henry plus 1,6 Henry. Sind 2,6 Henry, das hätte man jetzt auch schneller im Kopf sicherlich haben können, also einfach die beiden Werte hier oben addiert. Ersatzinduktivität in dem oberen Zweig. Das passt. So, dann haben wir eine Wicklung, also ein Draht in einem Elektromotor, der bei 20 Grad einen bestimmten Widerstand hat. Temperaturabhängig ist der mit einem bestimmten Widerstandskoeffizienten. Und jetzt ist gefragt, welche Temperatur besitzt diese Wicklung? Dazu müsste man jetzt die Formel nehmen und die sich so ein bisschen anschauen, umstellen. Also wir können die Temperatur von Theta ausrechnen also den Widerstand bei einer Temperatur ausrechnen aus dem Widerstand bei der Bezugstemperatur mal in Klammern 1 plus den Temperaturkoeffizient mal die Temperaturänderung. Und jetzt wollen wir die Temperaturänderung haben, um die Temperatur der Wicklung auszurechnen. Und dazu müssen wir zuerst mal unseren temperaturabhängigen Widerstand nehmen und durch den Bezugswiderstand teilen. Da muss diese 1 weg. Und dann müssen wir das noch durch Alpha teilen. Dann kriegt man das Delta T raus. Und die eigentliche Temperatur bekommt man aus dem Delta T plus die Bezugstemperatur, plus die 20 Grad Celsius. So, also schauen wir mal. R20 sind 424 Ohm. Das Alpha sind 0,0036, 1 durch Kelvin. Und der Widerstand bei der Temperatur, die wir jetzt haben, sind 513,7. So, und jetzt können wir diese Gleichung da abtippen. Also das R von Theta durch das R20, das Ganze minus 1 und durch Alpha, da fehlt eine Klammer, so, also die Temperaturänderungen sind knapp 59 Grad und auf das Delta T müssen wir jetzt eben noch die 20 Grad draufrechnen und dann ist das die Temperatur, die die Wicklung hat in Grad Celsius, knapp 80 Grad Celsius und das passt. Nächste Frage ist wieder die mit der Batterie und dem Blinklicht. Und die Nennspannung, das hatten wir schon mal hier, da kann ich einfach den Wert mal raussuchen. Das waren 1,3 Volt, eben die Hälfte von dieser Leerlaufspannung. Das passt. Nächste Frage ist wieder die mit den Spulen. L1, L2 hier oben, das hatten wir schon mal zusammengerechnet. Jetzt muss noch das L3 dazukommen. Also L gesamt ergibt sich aus 1 durch L12 plus 1 durch L3 und L3 sind 2,7 Henry und jetzt nochmal 1 durch das Reziproke von der Summe der Reziproken für die Gesamtinduktivität sind 1,3245 Henry, die Gesamtinduktivität der Schaltung und das passt. Die nächste Frage ist, wir haben einen Schiebewiderstand und
der hat einen bestimmten spezifischen Widerstand und einen Durchmesser. Und jetzt ist gefragt, welche Stromdichte tritt im Draht auf, wenn der Widerstand von einem bestimmten Strom durchflossen wird. So, um die Stromdichte auszurechnen, brauchen wir natürlich eine Fläche und dazu brauchen wir den Durchmesser 0,6 mm. Daraus kriegen wir den Flächeninhalt raus aus der Hälfte des Durchmessers zum Quadrat mal Pi. Das ist der Flächeninhalt und dann kriegen wir die Stromdichte raus aus dem Strom durch die Fläche. Und dann sind das knapp 3 Ampere pro Quadratmillimeter. Das mit den Einheiten passt hier. Wir haben ja den Durchmesser in Millimeter eingesetzt. Dann kommt auch der Flächeninhalt in Quadratmillimeter raus. Und dann ist das auch die richtige Einheit für die Stromdichte. Okay, nächste Frage. Wie groß ist die Querschnittsfläche der Wicklung? Das haben wir glücklicherweise gerade ausgerechnet und können das einfach übernehmen. Und das passt auch. Dann ist eine Frage mit 3 Plattenkondensatoren. Da ist vielleicht wieder eine kleine Skizze oder Überlegung nicht verkehrt. Also Sie haben 3 Plattenkondensatoren und sollen jetzt entscheiden, welche dieser Aussagen hier richtig ist. Und dazu könnte man sich jetzt zum Beispiel überlegen, nehmen wir mal an, dieser Teil hier unten, das sind 1 Farad. Dann hätten wir hier auch 1 Farad und nochmal 1 Farad dazu parallel. Und dann würde halt rauskommen, dass das C1 2 Farad groß ist. So, wenn das hier 1 Farad ist und das eine relative Permittivität von 2 hat, dann sind das hier schon 2 Farad. 2 Farad parallel zu 1 Farad kommt raus, dass das C2 3 Farad groß ist. So, wenn dieser Teil jetzt 1 Farad groß war und wir machen jetzt die Fläche doppelt so groß, so wie hier, dann werden aus den 1 Farad erstmal 2 Farad. Und jetzt wird ja der Abstand hier noch so halbiert. Ne? Und bei Kapazitäten ist die Kapazität von einem Plattenkondensator umgekehrt proportional zu dem Abstand. Das heißt, wenn man das halbiert, verdoppelt sich nochmal die Kapazität. Das heißt, da werden 4 Farad draus. So, und deshalb können wir jetzt bei C3 erstmal die Formel hinschreiben für eine Reihenschaltung und sagen, da sind 4 Farad in Reihe geschaltet mit. Und hier ist es nochmal doppelt so groß aufgrund der relativen Permittivität. Also 4 Farad in Reihe zu 8 Farad. Und diese Formel hier, die hatten wir hier schon mal so zu stehen. Also 1 durch 4 plus 1 durch 8. Und davon das Reziproke macht 2,66. Also hier kommen 2,6 Periode 6 Farad raus. So, und jetzt können wir schauen. Also C1 ist das kleinste, dann kommt C3 und dann kommt C2. Das ist sozusagen die Zusammenfassung dieser 3 Werte. Und diese Aussage müssen wir jetzt mal hier irgendwo suchen. Hier ist C1 ist kleiner, C3 ist kleiner, C2. Und das ist richtig, das ist die richtige Antwort. Okay, nächste Frage ist, wir haben wieder was mit Kondensatoren. 2 Kondensatoren sind parallel und in Reihe dazu dieser Kondensator. Und das hatten wir hier schon mal hier oben ausgerechnet. Die Gesamtkapazität, also kann ich die einfach übernehmen und da ein Komma hin machen und dann ist das die richtige Antwort. Dann haben wir wieder die Frage mit der Batterie und dem Leuchtmittel. Wie groß muss der Innenwiderstand sein? Wieder für Leistungsanpassung. Auch den hatten wir schon mal ausgerechnet. Das waren diese knapp 0,3 Ohm aus 2,6 durch 9,3. Das passt. Nächste Frage ist wieder die mit dem Schwimmbecken. Jetzt steht, der Aufheizvorgang soll innerhalb von 31 Stunden abgeschlossen sein. Welche Leistung muss die Heizeinrichtung besitzen? Angabe in Kilowatt. So, jetzt müssen wir nochmal die Energie raussuchen. Das war die Energie, die wir ausgerechnet hatten in Wattsekunden. So, und jetzt die Zeit, die das braucht. Also, ne, Leistung ist Energie pro Zeit, 31 Stunden.
Jede Stunde hat 60 Minuten und jede Minute hat 60 Sekunden. Dann ist diese Zeit sind insgesamt 111.000 Sekunden. Und jetzt können wir halt die Energie nehmen und durch die Zeit teilen. Und dann kriegen wir die Leistung der Heizung raus in Watt. Ne? Weil wir haben jetzt die Wattsekunden genommen und durch Sekunden geteilt, kommen Watt raus. Wir wollen nochmal Kilowatt haben. Also nehmen wir das nochmal und teilen das durch 1000 oder 10 hoch 3 und dann muss die elektrische Heizung eine Leistung haben von 18,7 Kilowatt. Und das passt. So, die nächste Frage ist wieder die mit den Spulen. Da hatten wir, glaube ich, hier oben schon mal eine Gesamtinduktivität ausgerechnet und jetzt ist gefragt, wie groß ist der magnetische Fluss in der Gesamtinduktivität? Bei einem Strom von 5 Ampere. Und jetzt ist wieder so die Sache, wie ist eine Induktivität definiert? Induktivität ist magnetischer Fluss durch den Strom, der diesen Fluss hervorruft. Wenn wir den Fluss haben wollen, müssen wir die Induktivität mal den Strom rechnen. Also das L Gesamt, was wir da vorher schon mal hatten, mal den Strom, mal 5 Ampere. Und dann ergibt das 6,62 Weber oder Voltsekunden. Ja, das passt auch. Die Induktivität ist ja Henry, das sind Voltsekunden pro Ampere. Wenn wir das mal die Ampere rechnen, kommen da Voltsekunden raus. So, das heißt, das passt, das ist richtig. Dann ist wieder diese Batterie-Leuchtmittelfrage, maximale Helligkeit, Leistungsanpassung, der Wirkungsgrad bei Leistungsanpassung sind 50%. Das passt. Dann haben wir wieder diese Frage mit diesem Schiebewiderstand. Wie groß ist der Widerstand der Wicklung? Also wir hatten, glaube ich, schon mal hier den Flächenwert ausgerechnet. Das waren so und so viel Quadratmillimeter. Die Länge sind 86 Meter und der spezifische Widerstand, das Rho sind 0,8 Ohm pro Quadratmillimeter und so weiter. Und dann können wir halt den Widerstand ausrechnen, spezifischer Widerstand mal die Länge durch den Flächeninhalt sind 192,4 Ohm. Und das passt. Dann kommt wieder eine Frage zu diesem Schiebewiderstand. Welche Spannung fällt über diesen Widerstand ab, wenn er von einem Strom von 0,8 Ampere geflossen ist? U ist R mal I, also der Wert des Widerstandes mal 0,8 Ampere macht 153,9 Volt. Das ist einfach die Anwendung des Ohmschen Gesetzes. Dann kommt nochmal hier die Frage mit diesen drei Kapazitäten. Wie groß ist die Ersatzkapazität dieser Parallelschaltung? Das hatten wir auch schon mal ausgerechnet hier als C12. Das waren einfach die 0,6 und 1,7 zusammen, was 2,3 Mikrofarad macht. Und das ist auch richtig. Und dann geht es weiter mit der letzten Frage oder vorletzten Frage. Das ist wieder diese Wicklung, dieser temperaturabhängige Widerstand. Und jetzt ist gefragt, welchen Widerstand hat die Wicklung im Betrieb bei einer Temperatur? Und da können wir jetzt eben auch wieder das Delta T ausrechnen. Das sind die 89, Entschuldigung, minus die Bezugstemperatur. Na, also eine Temperaturänderung von 69 Kelvin. Und den Widerstand bei der Temperatur ausrechnen aus dem Widerstand bei 20 Grad mal 1 plus Alpha mal das Delta T. Und dann sollten das 529,32 Ohm sein. Und das passt. Und dann kommt die 27. Frage, wieder diese Zusammenschaltung von den Induktivitäten. Wie groß ist die in der Gesamtinduktivität gespeicherte magnetische Energie? Also die Gesamtinduktivität, die steht hier noch und die Energie ist eben die magnetische Energie
ergibt sich eben aus 1,5 mal dieser Gesamtinduktivität mal dem Strom zum Quadrat. 1,5 L mal I Quadrat. Dadurch, dass die Induktivität hier in Henry eingegeben ist und der Strom in Ampere, kommt auch da direkt das Ergebnis in Joule raus, 16,557 Joule. Und das passt. Und das war die letzte Frage und das waren alle richtigen Antworten. Und ja, so ungefähr auf die Art und Weise kann man das machen und das ist, glaube ich, schon super hilfreich, wenn man jetzt eben die Möglichkeiten nutzt, die so ein Computer bietet und hier nebenbei einfach in Octave, in MATLAB, in irgendeinem Tool eine Nebenrechnung macht mit den Zahlenwerten. Man könnte sicherlich auch sich hier noch ein weiteres Fenster aufmachen, wo man ein bisschen was in einem Netzwerksimulator wie LTSpace oder EasyEDA rechnet. Zumindest um darauf vorbereitet sein, falls irgendwie so Aufgaben in die Richtung kommen. Das war jetzt ja aber ja nicht der Fall. Wie gesagt, ich kannte ja die Aufgaben vorher auch so ein bisschen. Ich wusste jetzt so in etwa, worauf ich mich einlasse. Ja, aber jetzt ist ungefähr knapp eine halbe Stunde rum, alle Fragen richtig beantwortet. So kann man es machen.